Und schon wieder ein Ringbase-Video. Aber ich muss ehrlich sagen, mich beschäftigt das am meisten. Ich kriege es einfach überhaupt nicht hin. Meine Truppen laufen überall hin, außer in die Mitte zum Rathaus. Und deswegen kommt schon wieder eines dieser Videos. Viel Spaß! Am Anfang haben wir erstmal einen Queenwalk Mina Fight mit dabei. Wir haben aber auch noch Queenwalk Hybrid und natürlich Yeti Smash hier im Angebot. Die Vorgehensweise hier gefällt mir relativ gut. Er kommt auf der einen Seite natürlich erstmal mit Supermauerbrecher in die Base. Hat vor, hier runter Richtung gegnerische Queen und Richtung Adler zu laufen. Nimmt hier wunderbar erstmal die gegnerische Clanburg raus. Hat er vorher natürlich gelockt. Ganz wichtig, dann passiert am Ende nichts Unvorhergesehenes und die Clanburg zieht die Truppen nicht irgendwo hin, wo sie nicht hin sollen. Aufpassen auf die Queen, natürlich einen Wut drauf, dass sie nicht irgendwie in die falsche Richtung läuft. Auf der anderen Seite kommt er dann mit dem King und dem PK, um in die Base reinzugehen und um die Seite frei zu machen. Jetzt, wo alles frei ist, kann er mit seinen Minern in die Base rein und zieht dann automatisch in die Mitte der Base. Dort muss man sehr vorsichtig sein. Dort stehen hier die Hauptverteidigung. Das heißt am Anfang schon mal links einen Frost auf den Scattershot. Und dann natürlich auch relativ kurzfristig den Warden gezündet. Die Mine halten sich relativ lange hier auf. An Skeletten und an der Clanburg, sage ich schon, an dem Rathaus. Das heißt, der Scattershot hat richtig viele Zeit, auf die Mine drauf zu schießen, wie ihr sehen könnt. Deswegen frühzeitig den Warden zünden, eventuell 1-2 Frosten mit dabei haben, um in die Mitte vorzurücken. Dann hat man außenrum eigentlich überhaupt keine Probleme mehr. Die Queen, alle X-Bögen sind weg, kann jetzt eigentlich einfach nur noch weiterlaufen. Man muss zusehen, dass so viele wie mögliche Truppen aus der Mitte auf die Seite mit rausgehen und mit aufräumen. Sonst hat man eigentlich hier überhaupt kein Problem. Wie ihr sehen könnt, der Royal Champ noch mit von der Partie, räumt hier mit auf. Die Queen hat die Seite komplett nackig gemacht. Sehr schöner Fight hier von Speed. Und dann gehen wir natürlich gleich zum nächsten Fight. Jetzt auch mal wieder ein Yeti Smash Fight. Hier ist es wichtig, dass ihr eine Ramme nutzt und auch irgendwas in der Clanburg drin habt, was das Rathaus alleine zerstören kann. Da es sehr gut möglich ist, dass die Truppen außen rumlaufen und nicht Richtung Rathaus ziehen. Daher immer was drin haben, was das Rathaus rausnehmen soll. Hier kommt er am Anfang rein, mit einem Warden Walk etwas aufzuräumen und auf der anderen Seite die ersten Gebäude mit den Bowlern schon rauszunehmen. Wie ihr sehen könnt, der Bombenturm fällt, dadurch ziehen die Truppen wunderbar zur Mitte, gehen auch auf das Rathaus drauf. Der Warden früh gezündet, um die Ramme zu schützen, dass die Truppen, wie gesagt, wirklich zum Rathaus kommen. Die Yetis in der Clanburg kommen dann natürlich ohne Probleme mit dem Rathaus hier zurecht. Der Single Inferno macht dann auch nicht mehr viel kaputt. Wie ihr sehen könnt, laufen die Truppen wunderschön zusammen um die Base, einmal den Ring entlang. Das hat hier schon mal super funktioniert, um die Queen natürlich wieder auf eigenen Wegen. Aber das kennen wir ja nicht anders. In dem Fall ist es wirklich positiv da. Da die Hauptverteidigung in dieser Base ja schon alle weg sind, da sie alle auf einen Haufen sind, das ist das Schöne bei Ringbasen. Wenn man die Hauptgebäude raus hat, hat man eigentlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, auf 3 Sterne zu kommen. Das sehen wir hier auch ohne Probleme, können dann die Truppen super aufräumen. Mit den Heilern noch dahinter macht natürlich die Clanburg vom Gegner, der Hund, überhaupt nichts aus. Die Yetis hier und der King räumen auf der einen Seite auf, die Queen auf der anderen Seite. Ein paar Truppen zum Aufräumen hat er ja mit dabei. 1-2 Mark hier zum Aufräumen wäre nicht schlecht gewesen, aber es funktioniert ja alles noch, daher kein Problem hier für ihn. Im nächsten Fight wollen wir uns das Ganze mal mit einem Queenwalk Hybrid anschauen. Hier ist die Vorgehensweise ähnlich wie bei Queenwalk-Minern. Er kommt erstmal unten mit der Queen in die Base rein, will natürlich eine Seite komplett aufräumen. Auf der anderen Seite kommt er dann mit seiner Burg und dem King in die Base und will auch dort den Tunnel vorbereiten. Ganz wichtig ist, sucht euch die Seite aus, wo ihr rein wollt, nach den Prämissen. Wo steht der Adler, wo stehen die Scattershots, wo komme ich am schnellsten zum Rathaus rein? Hier auf der Seite stehen zwei Gebäude, die wichtig sind, der Scattershot und der Adler. Das heißt, er entscheidet sich hier für diese Seite, kann den King noch rausnehmen, hat den Royal Champ vom Gegner schon rausgenommen. Das ist schon sehr viel wert.
Sobald die beiden Truppen hier die Schneise so groß gemacht haben, dass die Miner und die Schweinereiter auch sicher zum Rathaus kommen, dann kann man loslegen. Er wartet hier einen Moment, zündet dann natürlich seinen King, um oben die Seite noch etwas aufzurollen und um den Single Inferno abzulenken. Leider kriegt er hier erst den King, bevor er ihn zündet. Besser wäre es, erst den King zünden und dann gleich reinzugehen. Wie ihr sehen könnt, hat er hier auch einen kleinen Fehler gemacht. Den wurden am Anfang gleich gezündet. Er wollte sicherlich nur hier den Royal Champion setzen. Passiert leider sehr häufig. Ist mir auch schon oft passiert. Aber kein Problem hinten raus. Die Schweinereiter ziehen hier Gott sei Dank zu den Dev-Gebäuden. Und die Miner kümmern sich dann um das Rathaus. Ein paar Schweine gehen dabei drauf, aber nicht weiter schlimm. Ohne den Fehler mit dem Warden am Anfang wäre das hier noch ein viel, viel größerer Overkill geworden, als es so schon wird. Die Queen läuft wunderbar um die Base rum. Wie gesagt, auch hier alle Hauptgebäude oder alle Hauptverteidigung sind in der Mitte. Das heißt, wenn man die wegbekommt, hat man eigentlich relativ wenige Probleme hier auf 3 Sterne zu kommen. Der Royal kümmert sich in der Mitte um die Verteidigung und dann kann es außenrum eigentlich nur noch die Queen hier versauen. Aber dadurch, dass man die eigene Queen hat und hier ganz wichtig noch eine Magier, der mit außen aufräumen kann, hat man keine Probleme. Die eigene Queen zur Sicherheit noch gezündet und dass man ein bisschen schneller vorankommt. Dann hat man hier locker die 3 Sterne und im nächsten Fight wollen wir uns das Ganze mal mit Queenwalk Schweinereitern anschauen. Auch das blinde Huhn findet ab und zu mal ein Korn. Ich habe es hier wieder mal geschafft, eine Ringbase zu dreiern. Die hier ist relativ einfach, da man links mit der Queen runterlaufen kann, rechts mit dem King etwas aufräumen kann und die Schweine sich dann um den Rest kümmern. Und ich hier in diesem Fall eine Yeti-Blimp mit dabei habe, die sich dann in der Mitte ohne Probleme um das Rathaus kümmern kann. Die Queen soll jetzt hier erstmal reingehen in die Base, ganz wichtig, den Scattershot rausnehmen, die ersten paar Gebäude rausnehmen, dann können die Schweine oben reinziehen und können einmal um die Base im Uhrzeigersinn ziehen. Die Queen soll links um die Base gehen. Was hier wunderschön ist, hinter der gegnerischen Queen ist ein Multi-Inferno. Das hilft schon mal schön, da kann man hier am Anfang schon mal einen Frost opfern, in die Base reinzugehen. Den Eisgolem hier vorneweg, eigentlich nicht notwendig, aber kann man spielen. Wo hätte ich ihn sonst spielen können? Außenrum eventuell vor dem King, aber da wäre nur verschwendet. Hier geht er wenigstens auf Verteidigung und lenkt diese ab. Die Schweinereien der Royal Reihen gehen hier wunderbar durch die Base, wie gesagt, im Uhrzeigersinn, das ist ganz wichtig. Der King geht außenrum, räumt alles auf, mit dem Supermauerbrecher die Mauer geöffnet, um in die Base reinzukommen für den King. Außen habe ich ein paar Magier dabei. Die Queen links immer noch hier ohne Probleme. Ein paar Heiler haben sich hier schon verabschiedet, aber auch das ist kein Problem, da ich es ja geschafft habe, jetzt mit der Blimp ohne Probleme das Rathaus rauszunehmen. Ganz wichtig hier, den Warden zünden, bevor die ganzen Schweine, wie ihr sehen hättet, durch den Scattershot rausgenommen werden. Und auch wichtig für meinen Zeppelin, dass er auch wirklich bis zum Rathaus kommt. Und dann hat man in der Mitte kein Problem, das Rathaus ist raus und auch der Single Inferno wird durch die Yetis bzw. die Yeti-Mites rausgenommen. Der Royal, den hat es leider schon hingerafft, aber auch das, wie ihr sehen könnt, ohne Probleme hier. So viele Schweine noch am Leben. Wichtig war es hier, wie gesagt, dass die Queen oben reinkommt in die Base, die gegnerische Queen ausschaltet. Und dann hat man eigentlich überhaupt kein Problem mehr, wenn man es schafft, die Schweine rechts rumzuziehen. Bei diesem Layout schaffe ich es, immer hohe Prozente zu holen. Bei den anderen Fights sieht es dann meist katastrophaler aus. Jetzt haben wir noch 4 weitere Fights für euch mit Ringbasen. Schaut sie euch an. Auch hier wird genauso wieder vorgegangen. Es ist relativ einfach. Ich bekomme es trotzdem nicht hin. Ich weiß nicht warum. Die anderen kriechen das häufiger hin. So viele Ringbase-Fights, die ich jetzt gesehen habe in letzter Zeit. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Und da haben wir mal wieder Lava Loon Fights mit von der Partie. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Find your way back home.
Make me feel wild and calm at the same time.
just live. Just live. Just live.